Okay, Doni, du musst dir eine andere Hose anziehen. Ich? Ja. Eine Hose, warum? Ich kaufe dir jetzt schnell. Ach, ja, du weil du doch... Anziehen. Nein, du, Mann, weil du ein Homie bist. Du musst jetzt die anziehen. Ganz einfach. Hä, welche Hose? Ja, traust du mir... Traust du mir nicht, Mann. Junge, Kevin, ne, du weißt schon, wie es immer endet, ne? Das brauche ich auch nichts dazu sagen. Seit zwei du Jahren, wirst also... nicht liegen heute, Mann. Heute? Heute ja, mal heute nicht, wirst du mal nicht liegen, ja. Ausnahmsweise hier, heute. Hier, kauf dir mal die Hose nicht an, Mann. Let's go. Du hast einen Arsch offen oder was? Das war mir scheiße. Hallo. Ja, aber brauchst du denn so lange mal nur mal vor? Ja, was soll ich mit der Hose jetzt anfangen? Du lässt die Hose jetzt an, Mann. Und dann? Du bist jetzt bei den Bullfrogs. Nee, ich mach gar nichts. Du bist jetzt bei den Bullfrogs, Mann. Nee, mach ich alle. Und wir gehen jetzt zu den Wallers, Ecke, den Crawlers. Und du wirst erstmal ordentlich verprügeln, du Kleiner. Nein. Lass mich hier auf jeden Fall raus. Ich mach da gar nichts mit, oder? Du bist raus? Okay, bis gleich. Nein. Ja, tschüss. Nein. Komm rein, Mann. Pidi ist hinter uns. Sorry. Hey, wenn ich das jetzt gemacht hätte, ich wäre schon längst angehalten worden, ne? Ja, Mann, wenn du auch gleich mal bist, Mann. Die Popos, Mann, die mögen mich jetzt. Genau. Ja, Mann, die mögen mich, die lieben mich, die Popos. Die Hose trägst du wieder raus, nochmal. Ach, guck mal hier. Yo, Mann, fahr mal raus. Fahr mal, fahr nichts ran, Mann, du Motherfucker. Yo, Mann, Stilly. Yo, Fedinho, Bro, komm, fahr mal kurz nichts ran, Bro. Komm mal, mein Freund. Komm mal, ja. Oh, nee, es geht schon wieder los, ey. Yo, du kleiner Motherfucker. Was muss ich davon hören, dass ich meine Bullfrogs Boys punch, Mann? Was muss ich da hören, Mann? Dass deine ganzen Z-Motherfucker die ganze Zeit meine Jungs schlagen, Mann. Junge, Mann, das habe ich erst selber heute gehört, Mann. Ich war heute Nacht selber nicht da, Mann. Deine ganzen Z-Leute meine Boys ab, Mann. Alter, Mann. Du kannst froh sein, dass ich dich mag, Mann. Deswegen will ich dich nicht schlagen. Hast du mich verstanden? Du hast mich schon geschlagen, Mann. Ja, ja. Hier liegt mein Hut auf dem Boden, Alter. Muss ich jetzt erstmal aufheben, Mann. Toni? Ich bin nicht drin. Luis, es ist nicht das, was du denkst. Digga. Es ist nicht das, was du denkst. Ich werde dich heute sogar gleich ausziehen. Jo, Mann. Hast du jetzt echt gedacht, dass der Motor an ist oder was, Mann? Ja, für den hier, Mann. Alright, wie klären wir die Scheiße, Mann? Wie wir das klären, Mann? Ja, jetzt Mann. Kommt. Ich weiß nicht, Mann. Willst du ein bisschen Chicken von mir ausgegeben kriegen oder was, Mann? Nein, Mann. Du musst deinem scheiß Set sagen, die sollen nicht mal sit down, Mann. Du kleiner Motherfucker. Alter. Du kleiner Motherfucker, Mann. Du weißt ganz genau, wie das hier läuft im Turf, Mann. Ey, Fedinho, du kennst hier doch aus, hier wird sich auf die Schnauze gehauen, Mann. Fedinho, du kennst doch aus, Mann. Nur so wirst du es klären, Alter. Verstehst du es, Mann? Du weißt doch, wie der... Angenommen, ne? Du weißt doch, wie der Ehrenbrä... Wie heißt der nochmal? Carlos. Carlos wer, Mann? Ja, hier Carlos. Heißt der doch. Wer ist der nochmal? Gerardo. Du meinst den EOG, Mann? Ja, den EOG, Mann. Ja, Mann. Du weißt doch immer, wie der seine Hände so macht. Dieses, was geht ab, ne? Weißt du doch, ne? Meinst du sowas hier, Mann? Ja, genau. Wie willst du das nennen, Mann, wenn du es einen Namen geben musst? Ja, Bruder, du musst dann einfach sagen, ey, Alter, bring it on, Mann. Ihr seid so schlecht. Yeah, du würdest also das Bring It On machen, Mann. Ja, Mann, Bring It On, Alter. Alright, Mann. Das ist so schlecht. Also hör mir mal jetzt genau zu, Mann, du Motherfucker. Ich sag's dir nur einmal. Okay, ich werde deine ganzen Jungs finden, Mann, bei den Caller-Sets, Mann. Das, genau das will ich erst sehen, Mann. Dann trommel deine Motherfucker. Set Boys zusammen und wir machen eine riesen Massenschlägerei jetzt. Jetzt geht's hier los. Hast du mich verstanden? Wo willst du deine Schlägerei haben, Mann? Sag mir wo, sag mir eine Uhrzeit, ich sag meine Set Bescheid, Mann, die f*** dich dann, Mann. Jetzt hier da hinten auf dem Parkplatz, Mann. Hier auf diesen Parkplatz. Ganzen Parkplatz, Mann. Bring it on, Mann. Alles klar, ich sag meinem Set Bescheid, Mann. Die schicke ich dir hin, das sind die Jungs mit den ausgewaschenen Hosen und so, Mann. Alright, Mann, ihr Mann. Wie viel seid ihr denn hier, nur zu zweit oder was, Mann? Ich bin eigentlich nicht dabei. Du bist dabei, du Mann. Mann. Komm mal her, Jan. Wir sind fünf Mann, yo. Fünf Mann, du Morpho. Alles klar, Mann. Ey, Jung. Sechs Mann. Wir sind sechs Mann, du Morpho. Zusammen, Mann. Hä? Hol fünf Leute zusammen. Ja. Dann boxt ihr jetzt. Yo, Crazy D, Mann. Du weißt doch, wo Lucky Plucker ist, Mann. Ja, absolut keine Ahnung, man. Gegenüber von der Growth. Ja, okay, was da? Da kommen jetzt insgesamt sechs Set von den Wallers, Callers, bitte. Insgesamt sechs Leute. Ja, ist okay, wir sind sieben. Wir haben da was geklärt, Homie. Ihr müsst jetzt alle hinkommen, wir sind Massenschlägerei jetzt. Wir brauchen kommen. Fünf Minuten sowas noch, maximal. Alright, buddy, peace. Yeah, Alter, Mann. Peace. Yo, hey, das gegenüber, ist doch Big Mama, man. Yeah, what's up, silly? Yo. Big Mind, Motherfucker.
Alright, what's up? What's up, what's up? Hier ist eigentlich gleich eine Massenschlägerei, Mann, gegen irgend so ein Set von den Warlocks, Mann. Yeah, give me one second. Wir müssen ganz kurz talken, right? Oh, oh. Alright. Hast du so einen Typen bei dir, Mann, der irgendwie Hooker mit Nachnamen heißt, Mann? Bei den Lukas Hooker, ja, ja, ja. Alright, ist der gerade da, Mann? Soll ich ihn callen? Nein. Oh. Ist er da, ja, ja oder nein? Der ist da. Alright. Was ist mit dem Motherf? Ja, der hat ein bisschen übertrieben, ja? Oh. Okay, okay. Also, Steely, ich sag dir ehrlich, ich will den haben. Ah, kein Problem, Mann. Ich besorg den dir. Besorgst du ihn mir? Natürlich, Big Mama, Mann. Alright, du hast meine Nummer, Mann. Du kannst mich einfach callen, right? Ja, gib mir ein paar Minuten, yo. Alright, da ist er, Mann, Alter. Ja, seine Stimme, Alter, Mann. Da bist du wieder. Klar bin ich hier für den, Jungen. Ja, Mann, ich muss gleich mal ein anderes Set fragen hier. Die Homies, die sind irgendwie nicht auf der Höhe, Mann. Oh, sind die nicht auf der Höhe, Mann? Deine Vollidioten von ja, Motherfucker. Na, ich habe gesehen, da ist nur einer am Start gerade, Mann. Ich muss das andere Set fragen, da sind ein paar mehr am Start. Oha. Dann wird das ein 5 gegen 5, Mann. Ey, hör auf, Steely! Hör auf, Mann, du kleiner Mann! Alright, Mann, alright. Ja, Mann, what's up? Yo, what's up, Mann? What's up? Bro, Mann, wo bist du, Mann? Ich such dich schon die ganze... Yo, Bro, ich bin in der fucking Hut, Mann. Wenn die Hose passt, Junge, ich trimme gerade alles zusammen, Mann, du kleiner Motherfucker. Ich war gerade im Krankenhaus, Mann. Shit, chill, Mann. Du bist an der Hut, Mann. Keine Ahnung. Ja, Mann. Ich glaub, gib mir 5 Minuten, was ist dir passiert, Mann? Ich komme jetzt zur Hut, yo. Ich lauf hier auf der Street, Mann, Motherfucker. Ja, komm rein, Homie. Komm yo, rein. Was hast du für eine Karre, Mann? Wie hast du die abgezogen, Mann? Shit. Ja, so ein Rich Boy, Mann. Wie geht's dir, Luke, Mann? Jo, Mann, ich hab da so eine kleine Party organisiert, Mann, für meine Homies von den Bullfrogs, Mann. Nice, Mann. Paar Pussys, yo. Ich komm mal ganz kurz. Yo, Mann. Wo ist diese Party mit den... Ja? Yo, Big Mama, ich schwör auf alles. Luke war gerade in meinem Auto und irgendwie ist jetzt etwas schlafen gegangen, Mann. Mitten in meinem Auto, als ich angerufen habe. Aber ich glaub, der kommt bestimmt... Ja, vielleicht hat der Kopfschmerzen, right? Alright, Mann, ich warte einfach hier. Alright, Mann. Dann call gleich noch. Yo, chick, Mann. Ich hab jetzt den Luke eingepackt. Wir sind ready für die kleine Party, Mann. Alright. Kannst du den Waschstraße bringen? Hinter die Waschstraße. Oh, hinter sexy die Waschstraße, Car Wash. Ja? Yeah, jetzt sofort. Alright. Ich komm jetzt sofort, Mann. Peace. Alright. Auf jeden Fall sind es ein paar Bitches, Mann. Die wollen so ein bisschen Car Wash machen. Und ich dachte mir, ey, für meine Homies gibt's eine kleine Surprise, Mann. Sorry, Mann, sorry. Wie macht ich ab? Yo, Mann, ich hab mein Wiesn sogar extra hochgemacht, ja? Bro. Ich call dich gleich, Mann. Peace. Shit, Mann, ich bin jetzt Wiesn 5 schon, Digga. Fuck. Ihr habt ja gesagt, ich soll ein bisschen rumschimmeln und so. Shit. Vielleicht müssen wir in die Waschstraße, Mann. Warte, ich bin noch zu früh. Wir sind auf jeden Fall schon die Autos. Right, maybe. Shit, I don't know. Ah, yo, da. Mann, shit. Hier sind doch die. Hier geht's doch los, Mann. Ja, nice. Mann. Ich hab nicht mal. Ja, doch, shit, Mann. Ich hab noch meine Joints dabei vom KH, Mann. Yeah. Yo, what's up, yo, what's up, peace. What up, peace. Guck mal hier an die Seite, Mann. Yeah, right. Hier. Yeah. Kannst dich direkt umdrehen, ich werde dir mal Seile anlegen, right? Alright, okay. Und warum? Willst du gleich alles erfahren, Motherfucker. Alright, okay. So, ich leg dir die mal nach vorne, ja? Yeah, alright, okay, was ist jetzt los? Alright, Homie, Mann. Kannst losschießen, Mann. Ist deiner. Yo, perfekt. Scheiße, Mann, ich erkläre dir das, okay? Und zwar seid ihr heute früh um 7, 8 Uhr schon da gewesen? Wart ihr da schon da? Das hat so eine Vorgeschichte. So, ich bin ja ein bisschen neu, ne? So, weiß ja nicht, wie das abläuft. So, heute früh waren ein paar Ballers da, haben ein bisschen hier Stress geschoben, den ganzen Tag schon quatschen voll, waren auf dem Parkplatz schon mit dem Ballerwagen, haben da gechillt und was weiß ich mit den Lowriders. So, dann auch noch ein paar Civis später. Und dann dachte ich halt, es wäre halt ein Civi, weil eure Bands sind, da chillen immer Jungs und ich habe keinen gesehen. Und fuck, Mann, ich komme von der Street und du weißt auch genau, wie das ist, Mann. Und dann habe ich mir das Zeug einfach eingesteckt, Mann. Und danach, wo du kamst, habe ich dir auch alles zurückgegeben. Ich habe sogar gesagt, yo, stun shit. Yo, fuck, chill. Alter, chill. Du kannst doch nicht... Oder ich hatte früher kein Geld und habe noch immer kein Geld. Ich zieh den Scheiß ab, Mann. Ja, wo lag ich? Wie shit, Mann? Ich lag 6 Mal oder 5 Mal heute. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, frag einmal dich mal, warum du liegst. Ja, einmal kommt ein Motor in meine Fresse, einmal ein Auto in meine Fresse, einmal 8 Leute hauen mich zusammen mit die Ballers. Keine Ahnung, Mann. Shit. Ja, normal. Ja, normal? Ich weiß auch nicht, Mann. Du warst das. Nein, guck mal, weißt du, was gar nicht geht, Mann? Es geht nicht, dass man... Mann, wir sind doch alle eine Family. Big Mama, kannst du bitte ein bisschen... Die Bullfrogs und auch die Chamberlains, Mann. Ich weiß nicht, wie man untereinander sich so anpisst, verstehst du? Wait a minute. Hör mal zu, warte mal. Hör mal zu, ne? Wenn das ein Unfall war, ein fucking Unfall, Mann, dann ist der nicht mit Absicht passiert. Ja, yeah, und diese Guys, der Typ, der hier vor dir steht, right? Das ist einer vom Sad, you know? So wie du auch eigentlich ein Saddler bist, you know what I'm saying? Das heißt, ihr seid Family, Mann. Ja, das wusste ich nicht, der sah ja ganz anders aus, Mann. Was heißt da? Ich sah genau so aus, wie ich jetzt. Ja, dann hab ich das nicht gesehen, weil ich auf dem Boden lag. Sorry, ich hab nur schwarz Kau gesehen, Mann. Ja, aber sorry. Selbst wenn man es nicht sieht, Mann, you know? Man kann ja auch fragen, you know what I'm saying, Mann? Ihr seid eigentlich eine Family, Mann. Und
euch an oder beklaut euch gegenseitig. What the fuck, Mann? Ah, fuck, hast du recht, Schild, aber... Wenn du die Beast beklaust, Mann, dann juckt mich gar nicht, Mann. Das ist ja was ganz anderes, aber doch nicht untereinander, Mann. Ja, ich habe ihnen das ja auch schon erklärt, aber das ist ja ihnen scheißegal. Ich dachte, halt so ein anderer. Es geht ja nicht darum, guck mal, es geht ja darum, wie du redest, Mann. Ja, das, wo ich lag, das stimmt, da habt ihr recht. Aber das hat mich halt abgefuckt, weil ich schon richtig auf lag. Big T kam noch dazu, Mann. Big T ist einer aus der Gruft. Ja, irgendeiner kam dazu, ja. Ja, Mann. Und anscheinend warst du zudem auch nicht ganz freundlich, Ja, weil ich nicht wusste, dass du ein Homie bist. Der hat dann gemeint, was machst du denn so an und so. Oder? Die haben doch Medics gecallt, Mann, oder nicht? Die haben dich doch da nicht. Weiß nicht, wer das waren, da waren andere noch dabei. Ja, aber es wurden Medics für dich gecallt, Mann. Nein, davor war doch einer mit einer Lederhacke dabei. Der Typ da mit dem braunen Haar. Er tut mir schon ein bisschen leid, Bro. War da auch da. Aber man hat sich doch da, hör mir zu, aber man hat sich nicht im Dreck liegen lassen, right? Ja, ich habe ihn ja nicht erkannt, so, ne? Da war er zuerst allein, habe ich ihm gesagt, er soll mir eine Entschädigung geben, so, weißt du? Es soll ja nicht viel sein, nur ein bisschen so 10k, 5k, 15 so. Ja, okay, ist jetzt lustig, scheiß drauf, aber weißt du, ich habe kein Geld. Aber ich sag, gib mir eine Entschädigung, so. Aber habe das dann auch nicht mehr öfters angesprochen, nur ein, zwei Mal. So, das war's dann auch. Hey Bro, ich sag dir jetzt mal was. Ja. Hättest du nicht nach Geld gegeiert, ich hab mir den Perso gezogen, ich hätte dir was zugesteckt und ich hab mich 10-mal entschuldigt, weil es wirklich nicht mit Absicht war. Aber wenn mich dann irgendein Typ wie du einfach vollbabbelt von wegen, ich soll ihm Geld geben, Digga, du bist unten durch bei mir. Ja, hast du recht, Mann, hast du recht, shit. Und wenn ich dich danach noch sehe, wie du an irgendeinen wildfremden Burrito gegenüber von der Church gehst und zinken willst, Digga, verpiss dich einfach von hier. Ja, das ist dumm. Ah, Homie, ich bin dir ehrlich, das mit dem Bike, da hast du 100% recht, dumm, aber das mit dem Burrito, da stehe ich auch immer Church hinter mir. Ich habe mich danach entschuldigt, ich komme früher von der Street. Wäre das ein Zivi gewesen und wäre das eine Waffe, ich hätte ihn dir abgezogen, bin ich dir ehrlich, Mann. Ich habe früher Leuten viel abgezogen. Aber ich habe gesehen, dass euer Kami kam, dann habe das Zeug wieder reingesteckt, habe gesagt, es tut mir leid, so. Und dahinter stehe ich auch noch, ich würde es jedes Mal tun, wenn es ein Zivi wäre oder von irgendeinem, aber wenn das irgendeiner aus der Familie ist und das irgendeiner von euch gehört, dann tue ich das wieder rein, shit. Und jetzt weiß ich mal, ich sag dir mal was, Homie, das war nicht unser Burrito. Wir passen auf die Hood auf, es ist scheißegal, wem der Burrito gehört. Wenn der bei uns steht, in der Hood, dann wird da nichts rausgenommen. Ist scheißegal, von wem der ist. Das, guck mal. Ja, es geht gar nicht, man, das gegenüber von, es geht egal welcher. Nicht gegenüber von den Families, Der kann ja bei allen machen, was er will. Aber das ist too much, vor allen Dingen auch noch die Leute beklauen, auch wenn er es im Endeffekt wieder zurückgegeben hat, Aber der wurde aus Versehen angefahren, Mann, der hat Big T dumm angemacht, der hat den Aiden dumm angemacht von den Chamberlains, Mann. Ja, wenn du sagst, er muss gehen, dann muss er gehen, Mann. Im Endeffekt musst du das entscheiden, was du mit dem machst, Mann. Aber nee, ich sag dir ehrlich, der wird Probleme bringen, Ja, bitte auch. Und ich sag mal so, wenn er irgendwann mal den Falschen trifft, dann wirst du dafür bluten müssen, Und nicht er, Mann. Alright, Mann. Ich kümmere mich drum. It's your decision, Mann, But, keine Ahnung. Also dieses, Das, Mann. Ach, du weißt schon, was ich meine, Mann. Yo, das sind mehr als vier, Digga. Shit. Nee, wir fighten nur zu viert. Okay, Yo, what's up, motherfucker? Ja, Motherfucker. Yo, das ist unser 12er. Yeah, what's up, man? Yo, man, ich bin Steely, du Motherfucker, man. Noch nie von dir gehört, man. Wer bist du denn, du Motherfucker, man? Noch nie von dir gehört, man. Und lernst ihn jetzt kennen, man, shit. Alright, man, peace. Wir kennen das hier wie auf der Street, man, du weißt dich doch. Das läuft jetzt wie folgt. Wir stellen uns auf, 4 gegen 4. Ein OG, der in der schwarzen Jacke, der wird schießen. Sobald er schießt, geht er los. Only Fäuste, wer eine Waffe zieht, der wird direkt gefickt. Yeah, man. Alle 10 Schritte zurück. Alright, man. Ohne Waffe Motherfucker. Let's go, man. Lass einfach auf den Rechten gehen, oder? Direkt auf den rechten Bahn. Nicht auf den gleichen. Ja, das also pass auf, mach das Gameplan, Jungs. Schnell, kommt her. Also pass auf. Ausgeht schon. Lauf hinter dich. Yo, fuck, bitch. Shit, fuck, bitch. Alter, nix. Fuck you, bitch. Yeah. Yo, f*** die Bitch, man, Yo, ihr Motherfucker, man! Die Motherfucker Bullfrogs, man! Yeah! Nice fight, bro. Yo, man. Nice fight, yo. Peace, ihr Motherfucker, man. Ich call jetzt die Motherfucker Medics, yo. Bullfrogs, yeah! Und ich hab sogar meinen eigenen Boys gepuncht, man! Sorry an meine Homies, die wegen mir liegen, man! Sie will den Joint von mir haben, doch ich frag sie, wie es ihr geht. Fader. Baby, bitte vergiss deine Sorgen, ich weiß, dass du auf mich stehst.